Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, Let's Show, beides gleichzeitig mal wieder auf diesem Kanal. Es ist vom Genre her ein Visual Novel, glaube ich, heißt das. Ein Visual Novel. Das heißt, viel lesen für meine Wenigkeit. Ich muss viel vorlesen. Aber dafür könnt ihr dann hoffentlich, wenn ich schaffe, alles ordentlich zu übersetzen, die Geschichte dann vorgetragen bekommen. Das Spiel heißt, wie man sieht, Missed Messages, beziehungsweise da steht You Have Missed Messages, aber das Spiel heißt auch Missed Messages oder es ist kostenlos. Was man aber machen kann, ist ein kleines DLC dazu kaufen, wenn einem das Spiel gefällt, für 2,99 glaube ich oder so. Dann kriegt man noch ein paar Artworks dazu und ein Dankeschön vom Entwickler, beziehungsweise von der Entwicklerin. Wir starten einmal. Gucken, was dann passiert. Trigger Warning. Triggerwarnung. Es wird hier in dem Spiel gibt es Erwähnung von Selbstmord und Selbstverletzung. Das heißt, wenn ihr da irgendwelche Probleme mit habt, dann solltet ihr das nicht schauen. Ansonsten geht's jetzt weiter. Okay, es ist 1:09 am Nachmittag, also 13:09 Uhr, und es ist perfekt, um drin zu bleiben und meine Arbeit zu erledigen. So funktioniert das. Spiegel. Ja, wir wollen mal wissen, wen spielen wir überhaupt? Aha, ein neuer Tag? Ein anderer spezieller Grund, um genau das zu tragen, was ich gerade auf dem Boden gefunden habe. Wie sind diese junge Dame hier? Scheinbar auch Anime-Fan. Hier sieht man etwas unscharf ein Anime-Bild und das Gesicht sehen wir nicht von uns, aber wir wären wahrscheinlich die junge Dame, die wir im Hauptmenü gesehen haben. Und wir haben einfach mal das angezogen, was auf dem Boden lag. Keine Ahnung, was das war. Papers. Ah, jetzt können wir die Anime da. Mein geliebtes Madoka Magica Poster, ich glaube, das ist ein Anime, das in Wahrheit nur ein Ausdruck ist. Okay, also kein Poster, sondern ein Ausdruck. You are right, love me. So. Love me. Hope midterm went well. Got you Bobba. It's in the fridge. Ich weiß nicht, was Bobba ist, aber sie hat uns was in den Kühlschrank gelegt und sie unterzeichnet immer mit so einem Tier und you are right. He may, wer immer das ist. Oh, sind die süß. Ja, das ist hier ist süß. Das hier sieht ein bisschen gruselig aus. Achso, sie meint, die beiden sind die süß. Okay. ja. Wow. Papers. Okay. Outer Door. Was haben wir noch? Inner Door. Unsere Blumen. Die Pflanzen in dem Raum haben unserer Gesundheit gut getan. Okay. Sie steigern die Luftfeuchtigkeit und reduzieren toxische Gase. keine Ahnung. Vielleicht furzt hier manchmal beim Raum, ich weiß es nicht. Und sie können die Produktivität und die Konzentration erhöhen. Also eine schöne Pflanze ab und zu angucken bei der Arbeit, das ist in der Tat schon allein psychologisch was Schönes. Nein, ich mache keine Entschuldigung für meine Pflanzensammel Hobby-Dingsbums da. Was sind die? Okay, sie sammelt also Pflanzen. Was ist das? Immer noch Pflanzen. Tee, Books, Flex. So, Tee. Aha. Sie trinkt manchmal Tee und fantasiert darüber, ein ruhiges Leben in einem kleinen, leichten Haus zu führen und dabei, so
Poetry, Gedichte zu schreiben, ja, Gedichte zu schreiben bei Kerzenlicht. Und jetzt? Blank. Ah, um die Leute wissen zu lassen, dass wir lesbisch sind und nicht nur Flanellhemden mögen. Okay, also unsere junge Dame steht auf andere junge Damen. Das ist völlig in Ordnung. Dafür braucht man eigentlich keine Flagge, aber leider vielleicht heutzutage doch. Aber eigentlich sollte man dafür keine Flagge brauchen, sondern einfach leben, wie man leben möchte. Entschuldigung. Bücher mit dem Titel Multivariablen Kalkulus, es ist Mathematik, um Leute wissen zu lassen, dass ich ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft bin. Ich habe sie nie gelesen, aber gesammelt. Okay. Das ist Kaktus. Ich kenn's genau. Laptop, was haben wir noch? T-Plans, Books, Flex, Innador. Ah. Das ist ihre Mitbewohnerin. Die hatte normalerweise die Tür immer auf. Jetzt ist es geschlossen. Warum? Ich vermute, entweder hat sie einen Freund gefunden oder eine Freundin. Kann ja sein. Oder als sie erfahren hat, dass unsere junge Dame hier lesbisch ist, hat sie aus Angst ihre Tür zugemacht. Weil lesbische Frauen sind ja gemeingefährlich. Frag das mal einen bekannten deutschen YouTuber mit sehr vielen Abonnenten, also lesbische Frauen, Frauen, die sich nicht von Männern unterdrücken lassen, das wird ihm gar nicht gefallen. Laptop. Workstuff. AX plus BY plus CZ gleich D, das ist, ja, jetzt löst mal bitte auf. Was zur Hölle ist, oder was ist überhaupt eine ein vierdimensionales Gebilde? Arg, ich muss arbeiten. Aber ich bin so gelangweilt, ich kann mich nicht konzentrieren. Goth Girlfriend's iPhone wants to send you a note. Also irgendwer, der Goth GF's iPhone heißt, will uns irgendwas schicken. Was ist das? Sollte ich das akzeptieren? Ja klar, her damit, was ist das? Bestimmt Spam. Was? Oh, Tierquälerei. Man sieht irgendwie komisch. Also, guckt euch das linke vor allem, das rechte. Aber das linke. Sollen wir ein Meme oder ein Note? Oder go back to, wir schreiben mal zurück. Wir schreiben ja kein Meme, wir schreiben. Oh mein Gott, das ist so niedlich. Perfekt, um mich zu entstressen wegen meiner Arbeit. Ich frage mich, ob sie antworten wird. Also es ist eine Sie anscheinend. Oh, sie hat uns schon wieder was geschickt. Okay. Kermit mit einem iPhone. Haha, viel Glück mit der Arbeit. Und sie. Sie arbeitet gerade an ihrem Make-up. Mit anderen Worten. Ich will es sehen, das ist zu aufdringlich. Ich will sagen einfach Danke. Dankeschön. Oh, die schicken sich lustige Memes. Das finde ich niedlich. Jetzt hat sie uns wieder was geschickt. Okay. Oh, das ist das Niedlichste. Fühl dich frei, mich zu ignorieren, wenn ich dich ablenke. You are fine. Das ist gemein. You are fine. Ja. Schon in Ordnung. Nein, sende mir Memes. Wir mögen deine Memes. Du, ja, das haben wir ihr geschrieben. Du machst das toll. Ich würde gerne ein motivierendes Meme haben. Okay, was schickt sie? Good evening, you all. Let's get this
Brad. Ach so, das ist ein Waschbär, der Brot. LMAO. Laughing my ass off. You can do it. Du kannst es schaffen. Vielleicht sollten wir zusammenarbeiten. Das motiviert mich. Ja, gerade in einer Bücherei, in einer leisen Bücherei, Seite an Seite zu arbeiten, aber den Rest kann ich nicht lesen. Ja, dann machen wir das. Ja, dann lasst uns zusammen studieren. Ich bin in Raum 206. Ja, komm, wenn du kommen willst. Akzept, sie hat uns geantwortet. Yes, ich komme heute Nacht vorbei, kann's kaum erwarten. You, me, Huck. Alles klar. Das war... Kann ich hier was machen? Oder war... Ach, das ist das Bild? Okay. Home. Made for you. Was kann ich hier anklicken? Ah, das ist die Musik. Okay. Andere Musik. Spotify. Ah. Discord, Chrome und PS. Dokuments, hier kann ich nicht draufklicken. Okay, dann gehen wir einfach mal raus. Später am Abend ging ich raus, um Goth GF zu treffen. Die heißt, wir kennen ja ihren Namen noch nicht. Bevor ich ging, hat meine Mitbewohnerin ihre Tür geöffnet. Gehst du? Wann kommst du zurück? Wahrscheinlich nach 9. Oh. Warum denn? Ja. Einfach so. Okay, dann tschüss. Warte, ich will irgendwas sagen. Bevor der Tag endet, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh, wir haben Geburtstag. Dankeschön. Du hast dich erinnert? Niemand hat sich erinnert. Nicht mehr ich habe mich erinnert. Okay. Natürlich habe ich mich erinnert. Okay. Happy Birthday to you. Oh, jetzt singt sie sogar. Happy Birthday to you. Sie sang für mich. Süßlich. Okay. Wie cool, dass sie das auch noch vertont haben. Dankeschön. Nein, danke dir. Weil du meine Freundin bist. Was? Warum? Ja, genau, warum? Ich dachte nur, das Leben ist so kurz. Was? Warum sollte ich nicht meine Anerkennung für die Leute, für die ich etwas empfinde, aussprechen? Also, empfinde, nicht im Sinne von, aber ihr wisst schon. Ja, wenn das so ist, du bist auch eine tolle Freundin. Danke auch, dass du meine Freundin bist. Oh. Aha, wir sehen uns später, ja? Tschüss. Okay, wir treffen uns mit Goth. Ihr Name ist Amy. Wir saßen auf so einem Handtuch und haben angefangen zu lernen. Auch wenn wir eigentlich vorhatten zu arbeiten bzw. zu lernen, haben wir angefangen, uns irgendwann einfach nur noch zu unterhalten. über Kunst. Ah, also du machst Make-up? Ja, natürlich. Kannst du dir vorstellen, so mächtig zu sein, dass du andere Menschen verwandeln kannst? Für einen Moment auf jeden Fall. Weil ich kann das. Gott ist eine Frau. Ist das wirklich so? Muss denn Gott irgendein Geschlecht haben? Expensive Make-up Artist. Also ich will auch nicht viel mehr über Make-up. Ja, lass mal Zeit für Schreien. Wir haben genug geredet. Wir müssen lernen. Es wird spät. Ja, wir sollten zurückgehen. Das war schön. Schreib mir oder schick mir einen Airdrop. Was? Bis später, okay?
Ich schalte mein Telefon aus, um Batterie zu sparen. Auf meinem Weg nach Hause checkte ich dann nochmal das Telefon. Hey Sweetie, what was your day for unsere Mutter? Dann May, unsere Mitbewohnerin, ich hab Angst. Und dann vor 40 Minuten, vor 22, du bist eine tolle Freundin, ist nicht deine Schuld. Als ich nach Hause kam, fühlte ich Kälte, Nervosität. Aber ich wusste nicht warum. Vielleicht sollten wir mal. Ja, so, wenn es so erscheint. Komm nicht rein, ruf die Polizei, sie wissen, was zu tun ist. In Liebe May, komm nicht in den Raum. Was? Wir gehen rein. Die Tür war schwerer als sonst, als wir rein. Oh mein Gott. Sie hat sich erhängt. Der Geruch, der Anblick. Da war kein Blut, aber ich fühlte Blut an meinen Händen. Ah. Ich erwischte mich dabei, hinabzuschauen. Als die Polizei irgendwann kam, hatte ich ein Gefühl, nicht mehr im Disembodied, nicht mehr in meinem Körper zu sein. Also das Ganze nur noch von außen, so wie ein Schock zu betrachten. Und ich hörte mich selbst unaufhörlich schreien. Vielleicht hätten wir doch nicht reingehen sollen. Warum? Aus der Entfernung beobachtete ich mich, wie ich mich bewegte und wie eine Schauspielerin redete in diesem surrealen Zirkus, der sich, in dem ich mich befand. Ich hörte, wie Fremde und Freunde redeten. Hast du gehört, was passiert ist? Nein, was? Jemand hat Selbstmord begangen. Das ist so traurig. Wer? Wo? Zweite Etage. Du kennst sie wahrscheinlich nicht. May? Nein, aber das ist scheiße. Die meisten hatten Mitleid mit der Art, wie sie gestorben ist. Aber sie vermissten sie nicht. Aber ich erinnerte mich an ihr Lächeln, ihr Lachen. Ich erinnerte mich daran, wie sie immer nett war. In kleinen Gesten. Zum Beispiel das Zeichnen von diesen süßen Tierchen, wenn die Nachrichten geschrieben haben. Konnte sie nicht vergessen. Wenn ich neue Leute traf, suchte ich immer nach ein bisschen von ihr in denen. Ich konnte einfach nicht anders. Ich hoffte, sie war immer noch da. Und erst auf der Beerdigung. Ja. Hat mich die Realität eingeholt. Aber bei der Beerdigung hörte ich sie singen, aber jetzt traurig und langsam. Happy birthday to you. Ihr Gesang, den alle anderen vergaßen und auch sie selbst vergaßen. Als ich ihr zuhörte, sah ich, wie ich aus der Ferne wieder von der Realität eingefangen wurde. Der Schmerz traf. Und dieses Mal ohne Betäubung. Ohne die Betäubung des Schocks. Das war echt. Sie war tot. Und wir stecken sie gerade in den Boden. Das Ende. Mist. Niemand sah es kommen. Daher hätten wir es sehen können. War da eine Nachricht, die wir verpasst haben? Okay.
Boah, das ist hart. Also das gefällt mir nicht. Ich würde, wenn ihr nichts, ich weiß, dass es mehrere Enden hat, deshalb würde ich versuchen noch einmal und dann das fröhliche Ende zu kriegen. Vorher trinke ich einen ganz kleinen Schluck, entschuldigt meine Kehle. So, wir versuchen es mal. Ein schwerer Sturm weitete sich ja, aus, für meilenweit aus. In der Entfernung sah ich eine Figur. May, ist nicht sicher hier. May, bist du das? Komm zurück. Sie lächelte nur. Und nee, und schaute zufrieden, obwohl sie mitten in diesem Sturm stand. Als ob sie irgendwo hinging, wo es besser war. Als ob sie mich nicht gehört hätte. Verloren in dem Sturm. Das ist noch der Epilog. Geh nicht bitte. Geh nicht allein. Sie verschwand im Schnee, ich verpasste meine Chance. Das hatten wir letztes Mal nicht. Ich wache mit schweißgebadet auf, also so kalter Schweiß. Verängstigt, aber nicht sicher, warum. Was ist hier los? Egal, ich sollte anfangen zu arbeiten. Also der Anfang ändert sich dann ein bisschen. Wir werden trotzdem jetzt nochmal. Okay, ja. Da haben wir das. Ach so. Okay. Nice. Dann checken wir nochmal das hier. Das kennen wir ja schon, deshalb überspringe ich das. Aber diesmal werden wir der jungen Dame nicht antworten, die uns schreibt, damit wir zu Hause sind. Aber ich will natürlich erstmal alles triggern, was wir letztes Mal getriggert haben. Gehen wir mal ins Bad. Kann man das? Ich tue, was ich tun muss und gehe zurück. Was müssen wir da tun? Ich mich nur umschauen. Aber das ist so ein Badezimmer wie bei Life is Strange. Also wir sind in so einem Studentenhaus und das ist ein Badezimmer für mehrere. Joa, gut. Klopfen können wir nicht, ne? The Dream I Had, okay. Gut, aber wir müssen trotzdem anfangen zu arbeiten. So, nö. Arbeite. Wo ist Bill Nye? Das ist so ein Wissenschaftler aus Amerika. Wenn ich ihn brauche, meine wichtigen Fragen zu beantworten. Wie wir arbeiten. Flugzeuge. Y gleich MX plus B. Eine Zeit später verlor ich meine Konzentration. Das ist komisch, ich höre Geräusche. Die kommen vom Mais Zimmer. Okay. Ja. Nock. Hallo? Sie hat Angst. Aber okay, sie ist noch in Ordnung. Ja. Scheiße, was soll ich sagen? Geht's dir gut? Ich hörte Geräusche aus deinem Raum. Ah, danke. Mir geht's gut. Ja, gut. Bin etwas traurig, aber mach dir keine Sorgen um mich. Ja, willst du mit mir zusammen was über Unternehmen?
Wenn du nicht allein sein willst, so. Ja, das würde ich gerne, aber ich muss arbeiten. Ich muss Sachen machen. Ja, dann mach eine Pause. Du hast immer was zu tun. Du solltest eine Pause machen. Außerdem haben wir uns schon lange nicht mehr außerhalb getroffen, also miteinander gequatscht und so. Ich vermisse dich. Ah, ich könnte eine Pause gebrauchen, um ehrlich zu sein. Und ich vermisse dich auch. Okay, warte eine Sekunde. Sie ging zurück in ihr Zimmer, um irgendwas zu holen. Als sie zurückkam, lagen wir auf meinem Bett und schauten den Sonnenuntergang an. Stuffy. Was hältst du da in der Hand? Oh, mein Pack. Weiß ich nicht. Ich glaube, Stoff, irgendwas Stoff. Also auf jeden Fall Stoff hier, aber Pack. Ich nenne ihn Potato, ich nenne ihn Kartoffel. Er sieht geliebt aus. Ja, ist er auch. Mein Vater gab ihn mir. Das ist so süß. Oh ja, es ist dein Geburtstag, ja? Ah, ich hab's vergessen. Du erinnerst dich. Natürlich tue ich. Sie hat uns ja schon mal ein Lied gesungen. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Sie sang Happy Birthday. Dankeschön. Danke, dass du dich erinnerst. Als die Jahre vergingen, wurde mein Geburtstag wie jeder andere Tag. Kein anderer erinnert sich daran, aber sie tat es. Wie geht es dir? Nein, Traum. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Ja, ein Traum kommt noch, aber erstmal fein. Mir geht's gut, nur müde. Wieso? Was ist los? Sie ist bis auf die Knochen erschöpft. Sie hat wahrscheinlich Depressionen. Tag. Ja, jeden Tag eigentlich. Was meint sie? Das ist wie... Jeden Tag wache ich auf, zwinge mich dazu, etwas zu machen, was ich nicht mag, und gehe wieder schlafen. Manchmal schaue ich aus dem Fenster raus und sehe eine ganze Welt. Und dann fühle ich diesen Kampf, die ganze Zeit hier drin gefangen zu sein, weil sie halt lernen muss. Jetzt erzählen wir mal über den Traum, obwohl vielleicht hätte man noch irgendwas machen sollen. Ich hatte einen komischen Traum, was denn? Es war über dich. Es war irgendwie gruselig. Oh mein Gott, ich muss das hören. Du warst in einem Schneesturm und ich habe nach dir gerufen, aber du hast mich nicht gehört. Und dann habe ich dich verloren. Was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung, aber ich kann es nicht vergessen. Oh, ich hoffe, du bist okay. Ich hoffe, du bist auch okay. Nur ein Traum. Wenn du immer noch Angst hast, wenn du vorm Bett gehen Angst hast, dann erzähle ich dir eine gute Nachtgeschichte, okay? Juhu, gute Nachtgeschichte. Was träumst du? Wie sind deine Träume so? Verwirrend. Irgendwer stirbt immer. In meinem letzten Traum, da warst du dabei, um ehrlich zu sein. Ja, aufgrund der guten oder schlechten Weise. Gut. Erzähl weiter. Da war eine riesige Epidemie. Und sie war dabei, die ganze Welt auszulöschen. Ich wurde infiziert und war am Sterben. Dann hast du die Heilung entdeckt und mich gerettet. Wow, das ist furchtbar, aber auch, ne, gerettet, gutes Ende. Ich wusste schon immer, dass ich die Welt retten werde. Ja,
Das Traumdu hat mich wirklich gerettet. Stare outside. Es ist entspannt. Aber ich werde auch müde. Wirklich? Ich bin voll wach. Ich denke, ich bin einfach die ganze Zeit müde. Warum? Hattest du jemals das Gefühl, dass jeder Tag der gleiche Tag ist? Ja, irgendwie schon. Das ist eine befriedigende Art von Monotonie. Also, ein Tag, in dem ich zu Hause bin. Geöffnete Fenster mit Tee und ein Buch. Das ist der gute Scheiß. Oh. Fühlst du nicht genauso? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich wache auf, ja, und mache Sachen, die ich nicht machen will, hat sie ja schon gesagt, und gehe wieder schlafen. Und dann mache ich das wieder. Was, ja, genau. Was machst du denn? Was? Es ist Klischee, aber warum machst du nicht, was du liebst? Das ist nicht so einfach. Wenn ich wüsste, was ich gerne machen würde, würde ich es ja jetzt schon machen. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. You like, ne? Aha, wir helfen dir. Wir finden das zusammen raus. Wir probieren jedes Hobby und jede Arbeit aus, wenn es nötig sein muss. Danke, warum bist du so gut zu mir? Weil ich mir Sorgen um dich mache und weil du mir wichtig bist. Ich will, dass es dir besser geht. Depressed. Glaubst du, du bist depressiv? Vielleicht. Ich habe Antidepressiva vor einer Zeit genommen, aber ich habe das Gefühl, sie wirken nicht. Das ist scheiße. Vielleicht ist es die... Vielleicht war es das falsche Antidepressiva? Vielleicht musst du ein anderes ausprobieren? Aber hör nicht auf meinen Rat. Ich weiß eigentlich gar nichts. Ah, ich auch nicht. Ein Rechtschreibfehler. Das sollte Me Neither heißen, nicht Me Neither. Nicht nur hierüber. Ja, ganz allgemein, ich weiß nichts. Aber es ist bei mir genauso. Ist es schon besser? Die Müdigkeit? Nicht wirklich. Inzwischen will ich nur noch sterben. Oh Gott. Verständlich, Suis. Verständlich. Bist du selbstmordgefährdet? Oh, tut mir leid, war das zu direkt? Du musst nicht antworten. Nein, du bist gut. Ja, ich denke manchmal darüber nach. Aber ich glaube, wir tun das alle, oder? Weiß ich nicht. Ich stelle mir vor, wie es passieren wird. Wie ich aussehen werde, riechen werde und was danach passiert. Ob dann irgendwer, ob es irgendwer bedrückt, dass ich nicht mehr da wäre. Und nicht nur, dass sie betrauern, wie ich gestorben bin. Das klingt so, als ob wir sie nicht ernst nehmen, aber wir verstehen sie ja. Nein, wir verstehen das. Du musst, ja, mit einigem Scheiß auskommen. Bitte erzähl es niemandem. Sie könnten mich aus der Schule schmeißen. Das ist das Letzte, was ich brauche. Natürlich werden wir es niemandem erzählen. Natürlich nicht. Ja, wir geben hier mal ein bisschen, ne? Wir haben das auch. Ich weiß, I know where you're coming from. Also,
Ja, ich weiß, worüber du redest, glaube ich. Ja, tust du? Ja, dann hätte ich gar keine Probleme. Aber dann hätte ich gar nichts. Das Leben nach dem Tod, da ist nichts für mich. Also wenn das die einzige Show ist, die ich kriege, also lebendig die Show, die wir kriegen, warum sollte ich dann die Show vorzeitig verlassen? Ich bin, ja, wir sind froh, dass du am Leben bist. Vielleicht ist es egoistisch, aber ich bin froh, dass du Angst hast. Ich will nicht, dass du gehst. Du bedeutest mir eine Menge. Danke. Oh, jetzt können wir nur noch Time passen lassen. Wir haben dann weitergeredet über alles Mögliche. Von TV-Shows und Memes, über unsere größten Ängste und größten Wünsche. Und bevor wir es bemerkten, brach der Abend an. Ich muss los, ich muss arbeiten. Also lernen wahrscheinlich. Ja, viel Glück. Ja, und wenn du dich mal wieder treffen willst, wir sind hier. Ja, danke, dass du mir zugehört hast. Bedeutet mir wirklich viel. Obwohl wir auch arbeiten, also lernen mussten, habe ich es nicht bereut, mit Mai zu reden. Nee, haben wir auch nicht. Jetzt ist es 5:31 Nachmittag. Okay. Wollen wir mal rausgehen? Zum Badezimmer? Ich meine, es muss ja einen Grund haben. Siehst du da? Oh nein. Oh nein. Aber okay, sie lebt. Sie lebt. Sie hat sich verletzt. Das ist scheiße. Aber sie hat sich selbst verletzt. Hey, geht's dir gut? Geht's gut? Tut mir leid. Warum entschuldigst du dich? Ich. Geht's dir wirklich gut? Du siehst nicht gut aus. Und schaut mal hier im Spiegel. Die Augen ausgemalt, der Mund. Ich muss los. Können sie nicht gehen lassen. Ich wollte irgendwas sagen, aber ich wollte auch die Stille nicht unterbrechen. Nach einer Pause hat sie gesprochen, fing sie an zu sprechen. Ah, danke. Ich glaube, mir geht's nicht gut. Ich sage nur, mir geht's gut, weil es ist einfach ein Reflex quasi. Ich fühle mich wirklich nicht okay. Aber ich will auch niemandem damit auf den Sack gehen. Gerade dir, du bist so nett. Ja, wir haben ihm so ein bisschen über den Rücken gestreichelt, so, ja, wie nennt man das? Ach, mein Deutsch. Beruhigend. Why are you sad? Danke, dass du hier bist. Natürlich. Ich weiß, das sieht nicht gut aus. Ich musste mich selbst bestrafen. Ich verdiene deine Freundlichkeit nicht. Wirklich nicht. Oh, doch, tust du. Du bist eine gute Person und natürlich verdienst du Freundlichkeit. Gibt es irgendwas, was ich tun kann?
Umarmen. Einfach umarmen. Monate sind vergangen seitdem. May und I sind uns näher gekommen. Ich würde sagen, sie ist sogar meine beste Freundin. In dunklen Momenten haben wir unsere Hand gehalten. Obwohl ich sie unterstütze, wollte ich mich nicht verantwortlich für sie fühlen. Und ich wollte nicht, dass sie abhängig wird von uns. Also fuhren wir zu jedem Therapeuten in der Stadt, bis wir jemanden gefunden haben, den sie mochte. Eine Nacht. May umarmte mich plötzlich aus dem Nichts. May, danke. Danke wofür? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass es emotional schmierig wirkt. Danke, dass du dich über mich, dass du dich um mich gesorgt hast. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich konnte dir das vorher nicht sagen, weil ich traurig war, aber ich bin froh, dass es dich gibt, wirklich. Oh, jederzeit. Danke. Danke dir auch dafür, dass du unsere Freundin bist. Und du bringst mir bei, noch netter zu sein. Oh mein Gott! Nein, du machst das! Nein, du! Uno Reverse, also Spiegel. Später in der Nacht gab sie mir einen Zettel. Haunting heißt, ja, so ein bisschen ängstigend und berührend, also touching. Emotional. Da stand: Ich war im Wirbelsturm begraben. Sie beendet jetzt unseren Traum, damit wir nicht mal an diesen Traum denken müssen. Sie beendet ihn einfach, auch wenn sie ihn nicht geträumt hat, das war ja sie in dem Traum. Und dann hat sie sich jetzt einfach ein Ende für den Traum ausgesucht. Der Schnee rieselte unvorhersehbar und ohne Ende. Schwach schrie ich nach Hilfe, aber niemand kam. Meine Stimme verlor sich im Schnee. Aber du sahst meine Nachrichten, schnappst dir eine Schaufel, halfst mir und ich konnte schließlich meine Tür öffnen. Das Ende, Hoffnung, oh, das ist schon viel schöner. Sorry, ich konnte das andere Ende nicht sein lassen, auch wenn wir jetzt ein bisschen zu lang gemacht haben, vielleicht, für den einen oder anderen. Es gibt, glaube ich, aber insgesamt 4 Enden. Und die machen wir jetzt nicht alle, weil dann habt ihr noch einen Grund, selber mal zu gucken, ob ihr die anderen Enden erreicht und wie und wann und warum. Das Spiel ist von Angela Hay, inspiriert durch das echte Leben. Evan Junji Ito. LTO? Ito? Ich kann das nicht. LTO, glaube ich. Oder Ito. Ich weiß nicht. Ja, dann danke Angela E. Und das war es auch von Missed Messages. Einem, wie gesagt, kostenlosen, meiner Meinung nach, wunderschönen Spiel. Wenn man solche, ne, wenn man jetzt nicht immer nur Action, 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 sondern auch mal so eine tiefe Geschichte, die einem auch nicht vor. Also ich habe sie euch jetzt vorgetragen, aber wenn ihr das jetzt selber spielt, dann solltet ihr auch euch auf das Lesen vorbereiten und auch darin dann eintauchen können, ne? So wie man früher bei Büchern und so. Mag heutzutage vor allem nicht jeder, weil es gibt andere Möglichkeiten inzwischen, ne? Früher musste man Bücher lesen, gab nichts anderes quasi. Jetzt gibt es andere Sachen, aber ich hoffe, es gibt trotzdem noch so den einen oder anderen, der sowas mag, so ein Visual Novel. Und ich meine, gibt es bestimmt, weil so viele Visual Novels, wie es da draußen gibt, irgendwer muss ja alle kaufen, lesen, und sonst würde es ja nicht alle geben. An dieser Stelle verabschiede ich mich jedoch und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.